kräftig wachsen. Das Haus Tyrell geht auf den andalischen Abenteurer Ser Alastair Tyrell zurück, welchen König Gavin Gärtner, ja, der hieß wirklich so, zu seinem geschworenen Schild und Streiter ernannte. Alastairs erster Sohn und Thronerbe war ein herausragender Ritter, der allerdings vorzeitig bei einem Turnier ums Leben kam. Sein zweiter Sohn Gareth war mehr den Büchern zugetan und wurde nie zum Ritter geschlagen, weswegen er es auch vorzog, als königlicher Haushofmeister zu dienen. Er war es auch, der die Linie der Tyrells fortsetzte. So erfüllten er und sein Sohn Leo ihre Pflichten so fähig, dass die Könige der Weite aus dem Hause Gärtner das Amt des hohen Haushofmeisters von Rosengarten erblich machten. In den folgenden Jahrhunderten dienten zahlreiche Generationen der Tyrells in diesem Amt. Viele wurden enge Vertraute und Berater ihrer Könige. Manche dienten in Zeiten des Krieges auch als Kastellan. Und auch regierte ein Tyrell die Weite als Regent, als König Garland Gärtner noch minderjährig war. Und König Gil bezeichnete die Tyrells als seine treuesten Diener. Während der letzten Herrschaftsjahre des altersschwachen König Garth Gärtner versank die Weite in Chaos. Sowohl Lord Gipfel als auch Lord Manderley waren mit einer Tochter von Garth, welcher selbst keine Söhne hatte, verheiratet, weshalb beide ihre Gemahlinnen zur Nachfolgerin erklären wollten. Dies führte schließlich zum Bürgerkrieg, in dessen Zuge ein dornischer König Rosengarten eroberte, Garth tötete und die Festung niederbrannte. Es folgte ein Jahrzehnt Anarchie, bis Ser Osmond Tyrell ein Bündnis von 3 Dutzend Häusern gegen die Aufrührer führte, sie besiegte und anschließend die Ruinen Rosengartens beanspruchte. Er setzte dann Mern Gärtner, einen Neffen zweiten Grades von Garth als König, auf den Thron. So gelang es, durch Osmunds Unterstützung die Weite wieder zu vereinen und die Macht der Gärtnerkönige wiederherzustellen. Osmunds Nachfolger war sein Sohn Ser Robert und dessen Sohn Laurent. König Mern zeigte sich so zufrieden mit den Leistungen seiner Haushofmeister, dass er Ser Robert mit seiner jüngsten Tochter verheiratete. Dadurch konnten die nachfolgenden Generationen der Tyrells von sich behaupten, von Garth Grünhand, dem ersten Hochkönig der ersten Menschen und erster Herrscher über die Weite, abzustammen. Dieser ersten Hochzeit zwischen den Häusern Gärtner und Tyrell sollten in den nächsten Jahrhunderten 9 weitere folgen. Nachdem dann Jahrhunderte später der damalige König Gärtner und seine Verwandten während Aegons Eroberung auf dem Feld des Feuers gestorben waren, übergab Harlen Tyrell König Aegon Targaryen kampflos den Schlüssel zu Rosengarten und sicherte ihm seine Unterstützung. Im Gegenzug ernannte Aegon ihn zum Lord von Rosengarten, Wächter des Südens und oberster Lehnsherr der Weite. Dies verärgerte eine Reihe großer Häuser der Weite, wie die Eichenherzens, Florenz, Eschens, Gipfels oder Rotweins, welche als ehrwürdiger angesehen wurden und engere Verwandtschaftsbeziehungen zu den Gärtners besessen hatten. In ihren Augen waren die Tyrells lediglich aufgestiegene Haushofmeister. Ihre Beschwerden blieben allerdings folgelos, was laut Maester Yandel möglicherweise auch daran lag, dass sie im Gegensatz zu den Tyrells gegen die Targaryen gekämpft hatten. Wie die meisten von euch ja wahrscheinlich auch wissen, war Aegon der Eroberer nicht in der Lage, Dorne ebenfalls mit zu erobern. So kam es dann, dass zu Beginn des ersten Dornischen Krieges Lord Harlan zusammen mit König Aegon im Fürstenpass gegen die dornischen Lords in den Bergen kämpfte, welche den offenen Kampf eher vermieden und aus dem Hinterhalt angriffen. Auch Hitze und Wassermangel sorgten für große Verluste unter Harlans Männern. Schließlich erreichten sie Höllhain, welches allerdings von den Ullas verlassen worden war. Nachdem sie dann sogar Sonnspeer einnehmen konnten, erklärten sich Aegon und seine Schwestern zu den Siegern und kehrten nach Königsmund zurück. Als die Dornischen daraufhin jedoch rebellierten und ganze Besatzungen hinrichteten, verließ Harlan Höllhain in Richtung Fade. Auf dem Weg durch die Wüste verschwand Harlan, 5 Jahre nach Aegons Eroberung, mit seinem gesamten Heer. So wurde Rosengarten von seinem Sohn Theon beerbt, welcher die Kriege in Dorne nicht fortsetzen wollte, jedoch nicht darum herumkam, als der Konflikt sich über die Roten Berge hinaus ausbreitete.
Nachdem die Targaryens aufgrund zu großer Verluste mit den Dornischen Frieden geschlossen hatten, konzentrierte Theos sich darauf, die Macht des Hauses Tyrell zu festigen. Er berief einen Rat aus Septonen und Maestern, um von anderen Häusern vorgebrachte Ansprüche auf Rosengarten zu untersuchen und abzulehnen. Als dann 129 Jahre nach Aegons Eroberung ein Bürgerkrieg unter den Targaryens, der sogenannte Tanz der Drachen, ausbrach, lag Lord Lyonel Tyrell noch in den Windeln, weshalb seine Mutter als Regentin über die Weite herrschte. Man glaubte, dass sie sich an ihren übermächtigen Vasallen, den Hohen Turms, orientieren würde. Stattdessen hielt sie die Tyrells aus dem Krieg heraus. Die Häuser der Weite waren in ihrer Loyalität geteilt, was die Unterstützung der verschiedenen Targaryen-Parteien anging. Als dann der gerade erst mal 14-jährige König Daeron Targaryen, erster seines Namens, 157 Jahre nach Aegons Eroberung erneut versuchte, Dorne zu erobern, führte Lord Lyonel den Hauptangriff über den Fürstenpass. Nachdem es ihnen dann auch gelang, Sonnenspeer zu unterwerfen, erhielt Lyonel den Befehl über Dorne, während Daeron nach Königsmund zurückkehrte. Das einfache Volk Dornes setzte den Kampf gegen die Besatzer allerdings fort und Lyonel bekämpfte die Aufständischen, wurde jedoch schließlich auf Sandstein ermordet. Sein Tod sorgte dafür, dass sich ganz Dorne gegen die Fremdherrschaft erhob. Die Tyrells waren den Targaryen stets treu und das auch während der Schwarzfeuer-Rebellion, als Leo Tyrell Dämon Schwarzfeuer und seine Unterstützer in der Weite bekämpfte. Und während Roberts Rebellion war das Haus Tyrell mitsamt seiner Vasallen mit der Belagerung von Sturmkap beschäftigt. Dort hielt Stannis Baratheon für seinen Bruder die Festung über ein Jahr lang, obwohl sie am Ende keine Vorräte mehr hatten und sich von Ratten ernähren mussten. Somit waren die Streitkräfte der Tyrells aber an diesen Ort gebunden und als die Rebellion dann zugunsten Roberts endete, musste sich auch das Haus Tyrell dem neuen König beugen, auch wenn dieser seit knapp 300 Jahren kein Targaryen mehr war. Und was dann geschah, einschließlich der Hochzeit von Margaery Tyrell und Renly Baratheon, sehen wir ja in der Serie. Jedoch war es aber auch schon mit dem Video. Links findet ihr hier noch die gesamte Vorgeschichte von Haus Targaryen und rechts die von Haus Lannister. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Valar Morghulis.